Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vampire the Masquerade Bloodlines. Ich sag's zum 100. Mal dazu, ich bin immer noch verschnupft. Es sind auch nie viele Tage jetzt dazwischen gewesen. Also eigentlich maximal, ich glaube maximal vom ersten Verschnupftsein bis heute 2 Tage oder so. Ja, wir sind jetzt hier in den Apartments. Skyline Apartments? Nee, Moment mal, das ist hier. Skyline Apartments. Genau, wir sollen zum Paul. Wir haben uns jetzt hier am Computer schon umgeguckt. Kann ich mich ja nicht skillen? So, oh, 0 Punkte, okay. Und dieses, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wenn ich ja Blut, Macht benutze, dann gehen ja Werte hoch. Aber Auspex gehen doch andere Werte hoch. Ach so, nee, das ist erst ab der nächsten Stufe oder so. Sorry übrigens, wenn ihr heute ein bisschen Geräusche hört von draußen. Ich habe das Fenster offen, weil es ist so unfassbar heiß. Vielleicht mache ich das aber dann doch noch zu. Ja, da sieht man jetzt nichts. So, und wo kommt man hier hin? Kann man da überhaupt hin? Ich weiß es echt nicht. Oh. Oh. Bitte. Okay, ich, boah, also hier die Steuerung ist so tricky. Okay, wow, krass. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gesehen habe. Ah, doch, natürlich, klar. Ja, ganz klar. Leute, wartet mal. Sollen wir gleich hier lang gehen? Also im dritten Stock. Nee, wir gehen hier nicht lang. Wir gehen hier nicht lang. Für den dritten Stock haben wir eine Nummer und das möchte ich mal machen. Und wo wohnt jetzt der Paul? Weiß ich nicht. Oh, wie ich immer. Moment mal. So. Schaue ich nochmal kurz am PC. Apartment-Notizen. Was habe ich mich. Habe ich mich verschrieben? Apart-M-Punkt-Strich-Notizen. Sehr gut. Ich glaube, es war Apartment 4. Nee, frei. Apartment 5. Paul ist Apartment 5. Leute, jetzt. Sorry, jetzt stehe ich mal kurz auf. Im Real Life. Mache jetzt echt das Fenster zu. Ah, lalala. Voll unprofessionell. Ich mache mich nicht mehr stumm und sage, ich komme gleich wieder. Aber ich muss das jetzt so machen, weil ich will nicht, dass ständig irgendwie so laut ist von der Straße. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal. Ich wusste gerade nicht, was los ist. Wir gehen jetzt mal den offiziellen Weg. Kann ich mit dir nicht reden? Nee. Und wir gehen erst zu der Dame. Wo ist denn. Wo ist das? Drüber. So. 9648 habe ich mir aufgeschrieben. Boah, ich finde die Klamotte von uns echt schlimm, ne? Na, wobei es geht schon. Irgendwie geht's schon. Die alte fand ich besser. Das ist aber auch so eine Art Rüstung, kann man sagen. Also es bringt uns auch was. Deswegen lasse ich das auf jeden Fall an. 9648. Hallo, ist jemand zu Hause? Hier wird niemand sein. Und wenn. Achso, nee, Moment, wir sind der Maskerade. Wir sind ja gar nicht im Elysium. Also kann schon sein, dass hier jemand ist. Weil sonst hätte ich gesagt, ja, im Elysium kann natürlich auch wer sein. Aber dann nur Personen, mit denen wir uns freundlich unterhalten können. Da können wir nichts machen. Hat die was im Kühlschrank? Kann ich nicht aufmachen. Seht ihr? Und hier wären wir auch durchgekommen. Also eine Taschenlampe wäre mal echt nicht schlecht, ne? Ja, die hat hier so eine bisschen altmodische Wohnung mit so Tiffany-Lampen. Ja, kann man schon mal machen. Ist in Ordnung, PC. Ja. Safe. Oh. Ja. Nein. Ach, uns reicht die Skill, uns reicht die Fähigkeit nicht.
Müssen besser im Hacken werden. Boah, haben wir nicht mal so ein Buch gehabt? Aber das habe ich bestimmt schon gelesen. Das nicht. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, haben wir nicht. Ist gerade die Tür zugegangen oder was war das? Na gut. Boah, hier ist so auch nichts, ne? Und da wäre nochmal eine Möglichkeit. So, da ist der Safe. Und da kommen wir halt so nicht dran. So, jetzt müssen wir gucken. Also als nächstes will ich mich auf jeden Fall dann, was Hacken angeht, skillen. Das ist schon mal klar. Hatte ich hier sonst irgendwas? Nee, nur Help und... Das steht noch nicht bei Help drin. Okay, sollen wir das mitnehmen? Mit Auspex funktioniert nicht. Mein Gott, ich meine, es wird hundertprozentig nicht funktionieren oder ziemlich sicher nicht funktionieren. Ich probiere es jetzt. Ach so, nee, Gott, oh Gott, ich dachte, jetzt gibt es hier was anderes, aber das stimmt dann doch. Das ist dann nur bei der nächsten Stufe Auspex, was ich auch nicht wusste, oder habe ich mich da auch verlesen? Sorry, wenn ich ein bisschen verwirrt bin. Geistigen Fähigkeiten, können die auch noch nie? Ups. Ja, hier steht aber ein zusätzlicher Punkt auf Geistesschärfe, ne? Geistesschärfe ist halt auch Hacken. Es ist ja jetzt auch so blau geworden, weil wir das gerade aktiv haben. Was ist das dann bitte für eine Stufe? Also Fertigkeit 4 haben wir. Ach, Nummer 6 ist das. Sprich, wenn es 5 wäre, könnten wir das schon mit Auspex machen. Ja, okay. Ich gehe jetzt hier nochmal rum. Boah, hier ist aber nichts, oder? Kann ich irgendwie die Schränke aufmachen? Kurz ein bisschen näher dran, aber... Sieht mir eigentlich nicht danach aus. Und hier ist auch nichts. Na gut. Ich würde sagen, fahren wir mal nach ganz oben. Beziehungsweise, nee, wir fahren in den fünften. Da, wo wir hin müssen. Ich weiß allerdings nicht, ob wir da reinkommen. Okay, der hat auf jeden Fall... Oh, das ist einfach offen. Da ist was. Der hat schon mal eine ganz andere Bude. Das sieht ja verrückt aus, irgendwie dieses Rohrdingens. Dingens. Ich muss euch aber sagen, ich hatte hier so Angst. Weiß gar nicht warum. Also nicht. Okay, warum steht der Kühlschrank offen? Einfach nur, weil ich. Ach du Scheiße. Gott, Leute, ich habe mich jetzt echt ein bisschen erschrocken. Was ist los mit mir? Was zum Teufel ist los mit mir? Ich hatte hier immer Angst, weil ich nicht erwischt werden wollte, dass ich da so in die Bude reingehe. So, jetzt hören wir mal zu. Entschuldigung für den Krach. Okay, also die Dame, ich weiß natürlich jetzt nicht, welche das ist. Hätte ich mal lieber nur mal auf dem PC unten geguckt. Also ich weiß nicht, welches Apartment das ist. Aber da fahren wir jetzt gleich mal rum und gucken. Auf jeden Fall war die anscheinend krank. Und ich vermute mal, die war nicht erkältet. Weil falls sie ihn nämlich angesteckt. Na gut, kann man an Erkältung sterben? Weiß ich nicht. Es ist natürlich voll schön, dass wir den hier so rumschieben können. Jetzt wollte ich ihn zumindest umdrehen. Nee, das geht aber nicht. Mann. Okay. Ey, ich wusste nicht, dass da einer liegt. So ein bisschen aufräumen. Umdekorieren, meine ich.
So, hier hin. Oh. Naja, okay. Manchmal hört man meine Tastatur so laut. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, dass ich das leiser mache. Dass ich entweder leiser die Tastatur bediene. Ich bediene die eigentlich gar nicht laut. Ich weiß nicht. Irgendwie ist mein Headset manchmal seltsam. Es nimmt manchmal mehr auf, als es soll. Okay. So, jetzt sind wir im 5. Würde ich sagen, gehen wir mal in den 6. Ich weiß halt jetzt echt nicht, von wo die Dame kommt. Eigentlich sieht der Aufzug mega schäbig aus, dafür, dass die Wohnungen nicht eigentlich jetzt schon, also bisher zumindest recht schick sind. Waren sind. Ja, viel was hier im Code. 1203. Okay, auch sehr schön. Fand ich auch cool, das, also finde ich auch immer noch cool. Safe-Schlüssel. What? Ich habe das nie gefunden. Boah, ey, das ist so geil. Ich finde es so super, dass mich das Spiel doch noch überraschen kann. Also ich war ja der Meinung, ich kenne es echt in- und auswendig, aber das ist echt cool, dass ich jetzt Sachen finde, die ich davor nicht gefunden habe. Das freut mich. So, hier scheint auf jeden Fall bei jeder Person ein Badezimmer zu sein an dieser Stelle. Ah, die hat hier eine Waschmaschine. Okay. Aber hat die einen Safe in der? Warum sollte sie den Schlüssel zu dem anderen Safe haben? Ich bin eine Freundin von Paul. Er wollte, dass ich mal reinschaue und nach dir sehe. Paul hat mich geschickt. Ich bin Ärztin. Du hörst dich ziemlich krank an, Hannah. Was ist los? Ich bin von der Seuchenbehörde. Deinem Freund Paul geht's nicht so prickelnd. Und ich kümmere mich drum. Nie. Eins. He did? That's so sweet. He's such a nice guy. Is everything okay with him? Ja, ja, sicher, du hörst dich ziemlich krank an, Hannah. Was hast du? I don't really know. I've taken all kinds of medicine, but I can't seem to get rid of it. I feel like I got a fever and a sore throat. I'm real weak. Can't seem to get out of bed. What day is it? I can't remember. Klingt ziemlich übel. Woher hast du es? Well, I think I got sick from one of my clients. I was feeling fine until I saw her a few days ago. Wer war diese Kundin? She was just a woman who called. She found my ad in the newspaper. Usually only do business with referrals, you know, but she was offered a lot of money. Was kannst du mir über diese Frau sagen? Hat sie dir ihren Namen gesagt, eins? Her name was Jezebel. Jezebel Locke. I'm usually not too good with names, you know, but hers was so strange. I can't seem to get it out of my head. War sonst noch etwas Ungewöhnliches an ihr? Irgendetwas? Wo hast du sie getroffen, Hannah? Wo ist Jezebel Locke? Yeah, I mean, I think so. To tell you the truth, I don't really remember a whole lot about that night, you know. Everything's a little blurry, you know. I mean, I'm not usually, you know, into women. But I remember feeling so attracted to her. I thought she was the most beautiful woman I'd ever seen. Well, the next thing that's clear is when I woke up the next morning. I've been feeling too well since then. To tell you the truth, I have other friends who've worked with her, and they're not doing so hot either, you know? Wo hast du sie getroffen, Hannah? Wo ist Jezebel Locke? Also, tut mir leid, dass ausgerechnet ich der Überbringerin, schlechte Nachrichten bin, aber Paul ist tot. Ich der Überbringer oder die Überbringerin natürlich. Eins. She had a room at the Empire Hotel. I can't remember the number.
Hey, are you sure that Paul's okay? He's not sick, is he? Paul geht's gut, Hannah, mach dir keine Sorgen. Oder wir sagen die Wahrheit. Wir sagen nicht die Wahrheit. Good. He's a nice guy. I hope he calls me again sometime. Das wird er sicher, Hannah. Wird eigentlich nicht. I hope so. I really do. Ruhe in Frieden, Hannah. Ich gehe und kümmere mich um Jasper Locke. Ja, wir haben jetzt Menschlichkeit gewonnen, weil wir gelogen haben, tatsächlich. Ich habe das sogar tatsächlich beim ersten Mal so gemacht, dass ich gelogen habe. Einfach nur, wenn ich meine, wenn der eine tot ist. Ja, dann muss der ja schon da gelegen haben, auf jeden Fall. Also er muss, der andere muss in der Wohnung gelegen. Jetzt ist die weg. Der muss in der Wohnung gelegen haben, weil sonst wissen wir ja nicht, dass er tot ist. So, machen wir gleich mal den Safe auf. Ja, weil wenn sie ihn angesteckt hat, dann war ja klar, dass sie auch früher oder später stirbt oder demnächst. Deswegen, mein Gott, warum soll sie denn in dem Glauben sterben, dass er tot ist? Werde ich jetzt, ich meine, ich hoffe, ich verliere jetzt dadurch keine Menschlichkeit. Fände ich in dem Sinne, ja gut, tue ich nicht. Fände ich echt scheiße, weil sie ist ja schon tot, ich bin Arsch, ich weiß. Vielleicht gibt es dann, also es lässt mich natürlich jetzt mit dem Safe nicht los. Nee, aber da kann es keinen Schlüssel geben, weil wir brauchen für den, ja, einen Code. Für den anderen. So, wir haben jetzt so ein Termindingens gekriegt. Das lese ich mir gleich mal durch. Terminkalender. Sieht aus wie ein ganz normaler Terminkalender. 5.9.2004. Arthur Kilpatrick. Arthur! Boah, den könnten wir mal wieder besuchen. Arthur in seinem Haus in Santa Monica treffen. Nicht die Handschellen und den orangefarbenen Overall vergessen. Er spielt doch so gern eingesperrt im Frauenknast. Kranker Typ. 7.9.2004. Wendel. Den kennen wir auch. Wendel C. 37 in der Blutbank. Kneifzange und Lötlampe mitbringen. 12.9. David Hutter, Zimmer 413 im Lucky Star Motel in Hollywood, steht auf Regenschirme und Wasserbomben. 15.9.2004 Simon Milligan, unten in seinem Zimmer. Gott, ich hasse diesen Typen. Unten in seinem Zimmer? Ist auch einer, der hier wohnt wahrscheinlich. Paul Anderson, ein richtiges Date. Kann immer noch nicht fassen, dass wir verabredet sind. Mann, ich bin nervös. Oh. Jasper Locke, neue Kundin, hat sich auf die Zeitungsanzeige gemeldet. Sagt, sie hat eine Suite im Empire Arms Hotel. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Aber irgendwas an ihrer Stimme. Jedenfalls zahlt sie gut, also gehe ich wohl hin. Ja, und das hätte sie vielleicht nicht machen sollen. Leute, wartet mal. Im 5. war der eine. Im 4. In den 4. müssten wir. Ich war nämlich gerade am überlegen, ob ich überhaupt im Aufzug fahren soll oder ob ich nicht einfach da gehen soll. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass im Lüftungsschacht irgendwas ist. Ich kann mich auch täuschen. So. Ja, da kommen wir schon mal nicht rein. Dann machen wir das jetzt so, wir gehen in den 5. Gott, das ist so tricky. So, 5. Also nochmal eins nach oben. Da wo wir gerade waren, vor kurzem, vor nicht allzu langer Zeit, noch in dieser Folge. Und fahren. Fahren mit dem Aufzug. Nein, tun wir nicht. Der liegt hier immer noch. Warum ist die eine verschwunden und er nicht? Wow. Ich habe mich verklickt. So. Na, bitte nicht hängen. So, bitte. Bitte. Ja, danke. Gucken wir mal. Echt jetzt? Ich dachte schon, die passt nicht durch. Ich weiß, wir müssen nicht nach oben. Ich wollte nur gucken, ob hier irgendwas ist. Na gut. Nur mal kurz hier so ein bisschen rein lugen. Lugen. Hört sich falsch an. So, 6. war da, das ist der 5.
Ist das der vierte, theoretisch? Also in die vierten kommen wir ja nicht. Hier waren wir schon. Bin ich jetzt gerade. Wartet mal. So, hier ist der Safe. Ich drücke mal C, um aus. Um aufzustehen. Das ist natürlich falsch. Hä? Jetzt wartet mal eine Sekunde, bitte. Welche Tür? Welches? Drei, tatsächlich. Also ist vier war zu. Also vier war direkt dicht. Ich konnte auch durch den Schacht nicht da rein. Okay. Krass, dass das dicht ist. Okay. Da waren wir auch noch nicht. Das ist jetzt dann zwei. Gott, irgendwann werde ich es lernen. Sorry. Autoradius. Na gut. Es waren noch zwei. Die kann ich verkaufen. Für teuer Geld. Ja. Ich komme gerade mit den Namen nicht mit. Ach, das ist das. Das war die andere Mission noch, Leute. Das hat jetzt nichts mit diesem, mit dieser Sache zu tun, die wir von der Tante da im Last Round bekommen haben, sondern es war noch so eine Santa Monica-Mission. Sie waren bei den Skyline Apartments, genau, da sollten wir nämlich auch hin, um Manny zu finden. Aber er war nicht da. Dafür haben sie eine weitere Anrufbeantworter-Nachricht abgehört, die besagt, dass Durbin und Milton jemand anderen an einem unbekannten Ort gegenüber einer Bar treffen sollen. Gegenüber einer Bar. Vielleicht ist es eh das Last Round. Last Round. Last Round. Last Round. Last Round. Ich glaube, mit A hört sich's besser an für mich. Hier ist wohl jemand mal gestorben. Also die Folge ist jetzt eh schon zu lang, aber ich will mir das Apartment doch gerne noch zu Ende angucken. Ach Mann, warum ist nicht mal ein Kühlschrank offen? Oder einen Kühlschrank zu öffnen, damit ich Blut krieg. Na gut, dazu muss auch erstmal Blut drin sein. Also die Wohnung schaut ja echt. Ach so, wartet mal, die Wohnung Nummer 3, ist das nicht dann die leere Wohnung? Da irgendeine Wohnung ist ja leer. Vielleicht ist es eh die, wo wir nicht reinkommen. Ah, hier schaut es echt nicht schön aus. Ja, das war's. So, und das ist jetzt 2, oder? Genau. Dann schauen wir in der nächsten Folge noch 1 an und dann gucken wir mal, dass wir diese Muddy-Mission fertig machen. Und auf jeden Fall nochmal, wir müssen sowieso ins Last Round noch, weil wir der. Der heißt nicht Jazzbell, sondern der Damsel Bescheid geben müssen, glaube ich. Oder wir gehen zuerst zu dieser Jazzbell in das andere Hotel. Beziehungsweise ins Hotel, das ist ja kein Hotel, sondern ein Apartment. Naja, Leute, Dankeschön fürs Zugucken und bis morgen. Gebt mir gerne einen Daumen, ich würde mich sehr drüber freuen. Danke fürs Zugucken, habe ich schon gesagt, oder? Ja, ich wiederhole mich, ist egal. Bis morgen, Leute. Ciao.